fest als der Teich. Und das Kurbelgehäuse und der gesamte Motor wiegt hier in dem Fall 1,6 Kilo. Wo vergleichbar ist, das Doppelte. Der Motor wiegt 23 PS ab. So, hier das Ganze weggefüllt. Ist noch nicht in Bodenstromhöhe, aber das wird wahrscheinlich auch gleich der Fall sein. So, das Ganze ist jetzt hier F3X Freestyle. Der Teil wird als nächstes Jahr auch von der Das ist mal die Kultur-Pilot, das heißt alles, was elektrisch betrieben ist in der Maschine, von der Zündanlage bis hin zu den Servos, das von Malico, mit Zirkulär-Akkus gefüttert. Das sind spezielle Hochvolt-Akkus, die haben 4,5 Volt pro Zelle und sind als 2S, das heißt also mit 8,5 Volt dann und 10.000 mAh Kapazität. Die Akkus reichen bis zum 5. Cube. Das heißt, am besten hört man eine Kürze auf und wir kommen nach. So, die Instrumentenanlage ist jetzt hier ganz schön geändert. Wie wir jetzt auch, ich kann mich noch überraschen, was am Ende passiert. Aber da haben wir jetzt noch eine Nachtschicht, die ist auch ein bisschen mit Fuß unterwegs. Und wir drücken dann auch die Daumen, aber wir stellen dann heute Abend wirklich aus. So, noch was zum Teil, der kommt aus Frankfurt, ist im Teil C-Kelter, 21 Jahre alt, ist die Wettbewerbsfähigkeit, 7 Jahre, als er auf einem Flugtag dachte, er wollte das auch mal ausprobieren. Das endet dann so. Findet die Preisverleihung für die beste Showanlage des Eurofunktags statt. Der Preis des Wettbewerbs ist ein Gutschein der Firma Practical Scale im Wert von 300 Euro. Wir bedanken uns bei GR3 von Practical Scale für die großzügige Spende. Unter den an der Wahl beteiligten Piloten wird eine Spende der Firma VRC, ein Flugmodell S-Bach 40G, verlost. Gerade das Thema, wann hat er angefangen und warum? Alle, egal ob Kinder oder Erwachsene, die besser haben an diesem Hobby, kommen sie am Wochenende zu und sprechen sie sich an und lernen das ein bisschen genauer. So, jetzt kommen wir rein zu Landwirt. So, jetzt kommen die Termine bei uns.